Warum sollten wir unser Essverhalten hinterfragen? Viele Kinder und Jugendliche haben heute den Bezug zu frischen Lebensmitteln und gutem Essen verloren. Ernährungsstudien zeigen, dass auch an Schulen oft zu wenig Obst und Gemüse gegessen wird, dafür zu viel Fleisch, Süßigkeiten und zuckerhaltige Softdrinks. Bei zu wenig Bewegung kann dieses Ernährungsverhalten zu Übergewicht und Folgeerkrankungen führen. Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie sich ihre Ernährungsentscheidungen auswirken. Auf sich selbst, aber auch auf andere und auf die Umwelt. Das fängt beim Einkauf an. Hier helfen Angaben zu den Nährwerten der Lebensmittel. Diese findet man auf den meisten verpackten Produkten. Auch Siegel können dabei helfen, die Qualität von Lebensmitteln zu beurteilen. Da unser Konsumverhalten stark von Werbung beeinflusst wird, ist es wichtig, jedes Produkt beim Einkauf kritisch zu hinterfragen. Gut ist auch, darauf zu achten, wie die Produkte hergestellt wurden. Sind es regionale oder saisonale Produkte? Sind sie unter ökologischen, sozialen oder nachhaltigen Bedingungen hergestellt worden? Hat man seine Lebensmittel ausgewählt, kann man daraus etwas Leckeres zubereiten. Anders als bei Fertigprodukten und Fertiggerichten kennt man jede einzelne Zutat. Verbraucherbildung unterstützt Schülerinnen und Schüler dabei, diese Kompetenz zu entwickeln. Ernährung und Gesundheit ist ein Bereich von Verbraucherbildung, die viele Alltagskompetenzen umfasst. Dazu gehören auch die Bereiche nachhaltiger Konsum, Medien sowie Finanzen, Marktgeschehen und Verbraucherrecht. Um Sie als Lehrkraft bei der Unterrichtsgestaltung zu unterstützen, hat der Verbraucherzentrale Bundesverband den Materialkompass ins Leben gerufen. Der Materialkompass empfiehlt Unterrichtsmaterialien zur Verbraucherbildung, bewertet von unabhängigen Expertinnen und Experten. Verbraucherbildung gehört in den Unterricht. Den Materialkompass und weitere Tipps zur Unterrichtsgestaltung finden Sie auf www.verbraucherbildung.de.